Und damit willkommen zurück zu A Way Out zusammen mit der Buggy. Moinsen. Achso. Lol. Am Ende der letzten Folge hat der Buggy sehr viel Werbung für mich gemacht. Und dafür möchte ich einfach nochmal Danke sagen. Ja, sehr gern. Ja, lohnt sich halt, ne? Da auch bei Twitch mal vorbeizuschauen. Ist natürlich auch bei mir in der Videobeschreibung dauerhaft verlinkt. Hey Leo, komm hier. Komm, bei Fuß. Wait. Oh oh. Noch mehr Leute. Abgeriegelt denn das Ding, ey. Könnten, glaube ich. Achso, ich habe jetzt nach unten geguckt statt oben. Jetzt war ich gerade verwirrt. Ich so, hä, wieso bewege ich mich so seltsam? Ich glaube, hier könnten wir so einige aus dem Hinterhalt töten. Jetzt mal gucken, bist du rechts abgebogen? Ich bin links abgebogen. Die hat mich beinahe gesehen. Oder die sind. Boah, ich glaube, hier um die Ecke ist direkt einer. Oh, naja, gut, jetzt sind wir eh aufgefallen. Na, ich zumindest. Ne, das war schon. Ach so. Joa. Jetzt kommt noch neuer. Tisch macht er da genau eine Rolle, wenn ich schieße. Das ist unglaublich. Ich sehe den da drin nicht. Das ist mein Problem. Komm, zeig dein Köpfchen. Press weiter, man sieht schon das Köpfchen. Na, komm. Die hast du schon. Ich wollte gerade sagen, wieso zeigt der sich denn nicht mehr? So. Bin ich wieder hier. Weg hier. Oh. Oh. Wo ist das Explosionsfass, wenn ich ein Explosionsfass brauche? Hört auf zu rollen. Wir sind nicht bei Dark Souls. Sehr schön. Wir rasieren ja auch durch ohne Ende. Bin echt gut dabei. Schon wieder mehr alte Autos. Mhm. Bisschen für die Zeit sind sehr modern. Ne? W drücken. Mhm. Ich habe auch gerade. Ich habe auch gerade überlegt so. Okay, ist in Ordnung. Eine Kamera. Ja, mit Gewalt klappt aber nicht alles. Nicht alles. Einiges ja, aber nicht alles. Waffe weg. Lol. Falls man einfach mit einer anderen Waffe wegkämpfen möchte. Nee, kann danke. Ich hier noch ein bisschen Schotti-Munition? Ja. Habe ich wahrscheinlich eh unbegrenzt. Ja. Ey, ich habe von der M16 zur M16 gewechselt. Oh, ja gut. Damit habe ich jetzt nie gerechnet. So, auf 3. Ach so. Eins, zwei, drei. Ich verstehe alles, ja. Ganz deine Meinung. Erstmal was Wichtiges. Erstmal die Gläser zerstören. Der schießt. Ach so, das sind Schießschaden da drin. Oh. Okay, ne, ich laufe einfach. Okay. Jetzt müsstest du laufen. Konzentrieren Sie auf dich. Oh. 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 Ups. Jetzt sie verstecken müssen. Da bin ich wohl ein bisschen zu weit rausgegangen. Geronimo. Schade. Ich dachte, ich kann durchrennen. Nee, ups. Klappt nicht. Also muss 50% laufen, dann musst du ablenken. Okay. Mhm.
So, jetzt konzentriere dich auf dich. Oder auch nicht. Jetzt müssen beide auf dich schießen. Oder ich muss warten, bis mein Leben ein bisschen regeneriert ist. Man muss einfach ein bisschen taktischer vorgehen. Muss auf dich gehen. Nee. Wieso hat das eine Mal so gut geklappt und jetzt klappt es nicht mehr? Ja. Meinst du, wir müssen da hinten auch rum? Ja, müssen wir. Müssen wir. Weil ja? Ich habe gesehen, ich habe da... Okay, sonst hätte ich gesagt, schießen wir halt weiter vorne schon. Es gibt da eine Sache, die wir werfen müssen. Ah, okay. So. Oh, das ist eine sehr, sehr... Warum? Oh, das ist schwierig, ne? Beim ersten Mal, es ist meistens so, erstes Mal klappt echt gut, dann verkackt man irgendwas und nächsten 50.000 Male verkackt man immer den Anfang. Kannst du auf die... Und doch, kann man eigentlich. Okay. Das müsstest du mal. Mal schießen. Nein, schießen sie wieder auf mich. Ja, geh einfach weiter. Ja. Hi, ich lenke ab. So, und jetzt müsstest du... rüberrennen. Ich lenk mal kurz ab. Hi, hier, hi. Ach, da, in die andere Tür. Jetzt. Da. Shit. Oh, war ich zu spät. Moment. Und ich war zu langsam. Ja, kriegen wir noch. Dum. So. Und jetzt darüber dann. Huch. Warte. Komm gleich. Schießen gerade auf mich. Ich hätte in die andere Richtung gehen müssen. Das wäre schlauer gewesen. Ich lauf rüber. Gut. Bleib hier. Bleib da, genau. Es gibt da so eine kleine Sache, die musst du abschießen. Ziel. Ich werfe. Ja, warte. Oh. Ja, gut. Ne? So. Ja gut, zum zweiten Mal. Überraschung, ne? Überraschung! Kommst du? Bäh. Sieht hübsch aus. Du musst meistens immer links von mir, ne? Steckst du. Was denn auf Buggy, ne? Ah, da ist der Bastardo, so. Ach gut, hast du auch gesehen. Ist immer so schön, dass man so zwei Personen können eine ganze Privatarmee einfach so töten, ne? Ja, safe. Ziggy. Ist echt nicht anders. Obwohl, ne, so ein spezielles Infiltrationsteam ist dafür ja schon ausgebildet. Aber die sind dementsprechend auch 50.000 mal taktischer als das, was wir jetzt machen. Hab ich doch gesehen. Hallo? Der hat ja keinen roten Pfeil über sich. Ja. Achso, ich dachte, ich kann. Ich kann sogar wirklich. Lol. Ich bin geschwommen. Water looked too nice. Kannst du auch? Lol. Dive in the pool now. Jetzt in den Pool. Das ergibt absolut Sinn. Das war cool. Geil. Okay, dann geht's ja wirklich. So. Ah. Wieder runterzählen. Eins, zwei, drei. Ready, Leo? Let's go! Jo, ja, nee, ist klar. Mit Granatwerfer. Ja, hat's denn Spaß? Ach so, ich bin hier jetzt. Ah, ja, okay. Oh Gott. Hier ins Weiter. Also müsst ihr jetzt ich dir richtig die Ohren pfeifen. Mir ist schon passiert, dass in kürzester Nähe von mir ein Kanonschläger explodiert ist.
Also nicht die viereckigen, sondern die länglichen, ne? Länglichen Runden. Diese extra etwas stärkeren Böller. Oh Gott. Ich war erstmal für ein paar Sekündchen taub. Das ist wirklich 5 cm von meinem Gesicht explodiert. Er hat den aus in der Hand gehalten. War nicht so schlau. Weil ich dachte, die Lunte brennt nicht. Oha. Krass. Ja, also so Silvesterböller und so. Ja, das. Ja, so richtig normaler China-Böller ist ja kein Problem, aber so ein Kanonenschläger ist ja nochmal so eine Stufe höher. Ja, bin gestorben. Mhm. Hab den aber glücklicherweise wirklich ganz unten angefasst. Ganz unten. Ne, da wo. Boah, dem, wo hast du echt Glück gehabt. Außer eine aufgeplatzte Lippe, wo ich immer noch so teilweise Narbe hab. Ist mir jetzt glücklicherweise nicht weiter passiert. Also ich bin jetzt nicht irgendwie taub geworden oder so, das ist glücklicherweise. Oh wow, das ist echt Glück gehabt. Hm. Ja, das ist ein riesengroßer Schockmoment. Ja, weil da kann man sich auch mit aus dem Leben holen mit so einem Ding. Natürlich. Also so oft wieder auch schon Gliedmaßen und sowas dann auch. Ja, aber weil die Vollidioten sind, die machen so hier Mutprobe, halt den Böller in deiner Hand etc. und so, dann denkst du dir auch so, kann man so kein behindert sein, ey. All diese scheiß Granatwerfer. Weil der hätte mich doch auch mit weghauen müssen. Eigentlich schon. Weil. Was regt niemand, ja. Aber stirbt meistens immer nur einer, also von daher. Ja, komm schon, lass dich treffen. Sehr schön. Boah, das war fies. Der war auch fies. Ja, war es getroffen, immerhin. Au. Vielleicht sollte ich das Gewehr nehmen sollen. Hat mir wahrscheinlich besser gefallen. Egal. Da kommt's. Hä? Aua. Oh, doch nicht. Da oben. Ich sehe den nicht. Wo ist es denn? Okay. Ich glaube, wenn er dann. Komm näher ran. Ja, näher. Okay. Hallo, HW. Bin schon unterwegs. Sehr schön. Ah. Don't even think about it. Slide it over. All right. Here you go. Gut geschoben, dass es hinuntergefallen ist. Ich glaube, du musst jetzt entscheiden. Vincent oder Leo? Leo oder mein Weg? Da immer von dir die Rede war, überlasse ich dir die Ehre. So. You really think you could get away? Did you? Take it easy. You got me. Why'd you do it? Leo, take it easy. Shut up! I trusted you, you piece of shit! Why the hell did you do it? Okay, look. I still got it. That's what you're here for, right? The diamond. It's all yours. It's in the safe. Over there. You can take it. Move it. All right. Thank you.
Let him go. Oh, nein. Put the fucking gun down. Ach so. Put it down now. Ich kann nicht. I will shoot him. Muss ich links oder rechts lang? I will shoot him. Du musst irgendwas machen, ja. Hm. Oh, sein Hals. Oh. Hm. Oh. Okay. Ja, warte. Da, da unten rein. In den Schritt rein. Ich muss das machen, das tut mir leid. Boah, ich weiß nicht, da müssen wir wohl ein Mosaik drüber legen, was? Nee. Na, dann nee? Nicht. Also okay. Bei Geschlechtsteilen oder so, ja, weiß ich nicht, war ich mir unsicher, habe ich einfach gemacht. Aber bei sowas Moment, da... Go. Du kannst auch Sachen zeigen, denkst dir auch so, what the fuck. Damn! Leo, get on the bike! Oh, jetzt dürfen wir beide einmal einzeln fahren. Geil, schön Mo-Kick fahren, ey, herrlich. Natürlich schießt keiner, die fahren alle lieber hinterher. Vamonos. So ein Pritschenwagen da noch rauf. Wie sollen die Schüsse mitten in der Luft rauf? Oh Gott. Ah, das ist nicht so leicht. Oh, nee. Ich hab gerade gemerkt. Okay, ich fahr auf der rechten Seite mal lang. Du kannst auf der linken Seite fahren. Du bist daheim. Ja. Du wirst ganz halt getroffen. Ja. Warum? Warum ist da jemand vor mir auf einmal? Werde ich getroffen. Geht ja gar nicht. Ja. Oh, hi, da bist du. Oh Gott. Oh, bist aber schön geflogen. Und irgendwie noch schneller fahren. Wo fährst du hin? Wo fährst du hin? Erstmal baden gehen. Vor allem hier in der Luft da stand, ey, herrlich. Ah, hier ist ein Checkpoint. Ah, super. Das ist nett. Ein Checkpoint ist drin. Huch. Volle Konzentration. Huch, Alter. Das war knapp. Ich gedacht, dass man hier noch Cutscenes hat, während man fährt. Lol. Lol. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Damn. Das ist ja mal cool gemacht. Oi, oi, oi. Nicht gedacht, dass die Gebäude uns jetzt erkreuzen auch noch. Nee, ich auch nicht. Wie viel Munition haben die denn bitte? Hallo? Ah, du bist direkt vor mir. Hi. Tschüss. Looks like they stopped the shooting. They must be up to something. Oh Gott, ja. Nur weiter W drücken, immer schön W gedrückt halt. Oh Gott. Ach du Scheiß. Ja, nee, ist klar. Haben die jetzt noch einen scheiß Mörser bei sich oder was? Was machst du da? Boah, ich komm hier nicht mehr weg. Ja, gut, ne? Was? Oh. Hast dich schön festgesteckt. Hast du gut gemacht. Was? Oh. Ja. Die Typen sind, ja, das sind noch nicht aufgetaucht, die Irre, ja.
Wenn du den Einschlag hörst, kannst du nicht sterben, ne? Nur zur Info. Schlimmer sind die, die leise sind, die du nicht mitbekommst. Weil dann bist du tot. Die hat nämlich volle Kanne getroffen eigentlich. Deswegen dieser Duckreflex, wenn man wenn auf jemanden geschossen wird oder so, ist eigentlich komplett schwachsinnig, weil, ne? Du kannst dich nicht schneller ducken, als das Geräusch kommt. Nee, das stimmt. Oh Gott. Ich glaube, ich brauche hier deine Hilfe. Warte doch nicht. Ich brauche deine Hilfe, schnell! Bei Fuß! Oh Gott, jetzt muss ich schießen. Auf einmal habe ich eine MP, alles klar. Versuch ja, aber, ne? Kann ich nicht irgendwie... Kann ich... Krieg ich den nicht? Ah, ich habe irgendeine... Ja, da kommt noch einer. Kann ich nicht den Fahrer abschießen? Ich versuche auf den Fahrer ganz dazu schießen, aber ich glaube, das klappt nicht. Ah, doch. Man kann den Fahrer erwischen. Das ist gar nicht so leicht. Ich sehe das Symbol, aber... Ah, jetzt. Oh, lol. Gar nicht mitbekommen. Ich war so auf mich konzentriert. Nimm meine Hand, Leo. Nimm meine Hand. Das Ding noch hinterher geflogen. Das war knapp. Shit. That was close. You okay? Yeah, I'm fine. Hey, Emily. Great flying. You guys are crazy. Vincent, you're gonna have to pay me triple for this. You got it. Triple. Vincent, you're not gonna hear me say this often, but thanks. You too, Leo. You know what? I think I'm gonna write that letter to Carol. That's a great idea. Hey, Emily. You have a pen and paper? Wait, now? Why not? It's a long way home. You got anything better to do? Auch wieder war, ne? Not really. All right, then. Wird geladen. How are we doing? We should be landing in 10 minutes. Okay. What's Leo up to? Sleeping. About time to wake him up then. Yeah. Are you okay, Vincent? Yeah. You sure? Yeah, I'm fine. Leo. What? Yeah. We there yet? Yeah. Everybody stand down.
Here you go. Good job, Vincent. Was? I'm sorry, Leo. It's all there. Count it. Looks about right. Yeah, of course it is. You can always trust me. I'm not trusting nobody, my friend. Just saying, I'm a trustable guy. Yeah, yeah, I'm sure you are. Here you go. What do you think? It's heavier than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys. You too. All right. He's got it. Finally. What the fuck are you doing? Shit! Shots fired! Oh, shit. Shots fired! Go, go, go! Secure the area! Move in! Officer down! Somebody get a damn ambulance! Gary, stay with me. Please. Bei einem Headshot. I'm sorry, please. Somebody call an ambulance now! Hey, listen, Leo. Soll's wohl schon gegeben haben, dass welche überlebt haben, aber ich glaube, das ist unter 1%. Das kommt drauf an, wo er dem geschossen wird, ne? Ja, ja. Wird. Where's Harvey? Where's the Black Orlov? What are you, deaf? Well, you think you're funny, don't you? Well, you think you can just go and sell it on a street corner? What are you, stupid? Are you that stupid? It's all gonna rain down on you hard. You got it? Gonna have to talk at some point. You understand? He's not gonna say a word. Yeah. I know. There's only one option now. I'll get someone on it. James, if you want Harvey and the Black Orlov, this is the only way. Just put me in a cell next to him. Mm-mm. You're too close to this, Vincent. You better sit this one out. Gary was my brother, my flesh and blood, and he's dead because of me. I put him in that situation. I need to do this, and you know it. Just make it happen, James. You're under arrest, Leo. It's over. Nobody move! I'll fucking kill him! Only making it worse for yourself. Ach du Scheiße, ey. Surrender! Muss zum Auto, ne? Take it easy, Leo. Shut up! So. Just let him go. Ah, damit habe ich jetzt null gerechnet. Ich auch nicht. Also die Wendung. So, alle beiseite hier. You're gonna pay for this!
komme gerade nicht klar, ne? Nee, ich habe damit auch echt null gerechnet. No fucking way! Get in the fucking car! Go! Die Pilotin scheint ja auch damit drin zu stecken, ne? Mhm. Die hat uns doch verraten, ne? Die beide. Ich fass es nicht. Leo, you need to calm down. Calm down! Are you serious? Look, I know you're angry. Angry? You haven't seen me angry yet, you backstabbing pig! Please, just calm down. Shut up! Just shut the fuck up! Leo, please. This is insane. I understand you're angry, but you got to realize that it's over, okay? Shut up, Vincent! You have nothing to say to me! You're nothing to me! Tut mir voll leid für Leo. Ja. Really sorry for everything. Please echt ganz schön verarscht. Sorry? You're sorry, huh? I can't believe you, you're fucking right. Oh nee, jetzt müssen wir wieder gegeneinander kämpfen. Ich meine, man hat so eine krasse Bindung zwischen den Beinen aufgebaut, ne? Ja. Nein, ich kam nicht rauf. Ich muss die Leertaste drücken. Oh ja, viel Spaß, ne? Dieser darfst du alleine fahren, ne? Und diesmal kein Ruderboot. Oh nee, oh Gott. Es tut mir echt leid. Das schaffe ich doch niemals. Flieg doch schneller, Emily. Eigentlich will ich das gar nicht, ne? Ich bin gleich schon platt, Alter. Ja, weil ich auf den Motor schieße. Wie soll ich das überleben? Das wird ja niemals was. Nee, leider nicht. Eigentlich will ich, dass du entkommst, ne? Und das hast du einfach nicht verdient. Unser Leo hat's nicht verdient. I'll go this way. All right. Get out of here! Go! Don't do anything stupid, Leo. Shut up! Just go! I don't want to hurt you, Emily. Just get out! You know I can't do that. Don't fucking push it. This is between me and Vincent. Now get the hell out. Get out. Go. Leo.
Please stop this. How does it feel to stab someone in the back? I know you're disappointed, but Harvey killed my brother. I had no choice. I can't fucking believe this! I'll talk to the captain. We'll reduce your sentence. My sentence? You're a dead man, you piece of shit! What about your son, Alex? Shut the fuck up! Don't you mention his name! You don't get to mention his name! You hear that, you piece of shit? You're a dead man! You piece of shit! Nein! Da kann ich ja gleich schon aufgeben hier, ey. Jetzt ist das PvP geworden, ne? Boah, sowas, das ist ja auch gar nicht mein Genre hier, ey. Bist du denn da hinten? Boah, was? Freudig, Alter, das ist der richtige Rollen, der wäre es jetzt. Das ist auch echt nicht mein Genre hier. Ja, war klar. Ach nee, geh noch weiter, ach so. Mehrere Ebenen anscheinend. Verdeckung wegschießen. Oh, ich jetzt hier mit meinem scheiß Deckungskram hier nur. Ja, komm. Oh, ich gar nicht fest. Es tut mir so leid für dich. Ja. Naja. So, ne? Drop it. Throw it away. Fucking disgust me, you pig. It's over. Get up. Get up. Ja. Ach lol. Nein. Ich kann gar nichts mehr machen. Komm. Läufst du meine Arme? Ja, ich kann das ja auch nicht. Ja gut, ich kann halt nur auf meinen. Oder ich guck halt nur auf meinen Bildschirm. Ich hab nur auf meinen geguckt. So. Das ist dann halt so ein Überraschungseffekt. Scheiß Weste wiegt auch einige Kilo. Ich muss nichts machen. Nee. Was ist das denn? Noch zu Ende ein bisschen. Ja, das. Und loslassen. Das ist ja räudig. Im Herzen weh das alles jetzt. Ja, da muss ich, glaube ich, die Facecam rausschneiden jetzt beim Ende. Thank you.
Dass man sich davor mal noch anguckt und so. Hä, was? Wieso geht es bei mir viel später los? Ich glaube, bei den. Weiß ich nicht genau. Obwohl ich viel öfter drück. Was? Es tut mir leid. Ja, ich will dich so, nicht ne? töten. Ich will nicht töten. Das hat er doch einfach nicht verdient. Ja, vor allen Dingen, das war doch der andere Bastardo. Das haben die Bullen doch abgehört, dass der geschossen hat. Das raff ich gar nicht. Da kriegst du auf jeden Fall plus 10 bei Stufe abtrünnig, du. Das ist schon nicht mal abtrünnig. Körper, ja. Hi. Can I come in? Sure. Hi. Hey, Alex. Where's Leo? Linda, we need to talk. Alex, why don't you go out and play some ball? Okay. You wanna play? Not right now, baby. We need to talk. All right. It's about Leo. What about him?
Mom? Mom! Hey, Carol. Here. What's this? It's my resignation from the Bureau. It's over, Carol. I'm out. Please. Just give me one more chance. I named her Julie. It's a beautiful name. Yeah. And she's got your eyes, too. I'm sorry. I know you are. You want to come in? I'd love to. Mir fehlen einfach die Worte, ne? Ich glaube dir gerade auch, ne? Buggy? Ist sie noch da? Oh, sorry, ich war noch gemutet. Ich hab schon ausgemacht, damit das Elend keiner hört. Ah, Gott. Aber wir haben ja eh nicht gesprochen, von daher ist ja egal. Boah, nee. Also. Da. Ne? Ja, einfach. Ja. Also, viele, viele meiner Zuschauer wissen, ne, weiß überhaupt, oder auch Freunde etc. Ich bin eigentlich nicht jemand, der sprachlos ist.
Aber dieses Spiel. Boah. Ich glaube, es wird auch ein anderes Ende geben, bei dem Vincent gestorben wäre statt Leo. Ja, definitiv. Also denke ich auch, dass es da zwei Enden gibt. Das ist die Frage, gibt es ein drittes Ende, wo beide einfach... Das weiß ich nicht, dann schwer zu sagen. Da müssten ja beide auch mit der Gesundheit nachher so runter sein. Aber einer wird wahrscheinlich immer die Waffe kriegen oder so und zum Schluss und dem anderen den Todesstoß geben. Hm. Also so scheint mir das. Also das Spiel, das Ende ist schon... Das ist übel, ne? Ja, oder? So, man baut ganze eine Bindung, man baut so eine krasse Bindung zwischen denen auf. Aber so eine richtig krasse. Und dann hauen die einen so dermaßen... Boah, scheiße. Ja, habe ich auch absolut nicht mit gerechnet. Also mit dem, dass da so eine Wendung noch kommt und dass das alles so eine Bullenschlitzohrner sind, die ihn dann sozusagen angeschissen haben. Das Einzige, was für mich irgendwie unlogisch war, die hatten doch da in dieser Garagenszene, hatten die den doch abgehört. Mhm. Das müssen die doch mitgekriegt haben, dass der Harvey da geschossen hat. Ja, wer genau geschossen hat, weiß man nicht. Man hat es ja nur gehört, ja gut, weil das eine nur aus seiner Erzählung war, ne? Eben. Also aus der von Leo, denn er hat ja gesagt, er hat ihn nicht erschossen, das war Harvey. Ja, und Leo, einzig, was Leo hat ihm falsch gemacht, das hat ihm, ne? Man weiß ja nicht, was er vorher gemacht hat. Das weiß man ja nicht. Aber ich glaube, dass er auch relativ wenig gemacht hat. Das ist meine Meinung. Und eigentlich so für die Sachen, die er im Knast war, auch in der Hinsicht unberechtigt. Andererseits, jetzt das Ende, er hätte einfach nicht sterben müssen. Nee. Ja, wenn du so ein Pro-Gamer wie du das übernommen hätte, dann wäre wahrscheinlich auch Vincent verreckt. Da hat der Leo halt leider Buggy Bird erwischt als Spieler. Ja. Keine Ahnung, also der Vincent scheint ja davon überzeugt gewesen zu sein, dass der Leo da seinen Bruder abgeschossen hat. Nee, ich glaube nicht. Nee? Weil sonst hätte er am Ende nicht die Hand gereicht und er hätte ihn so sehr Also am Anfang vielleicht, ja, bevor er Leo kennengelernt hat, war er wahrscheinlich der Ansicht, ne? Aber so im Nachhinein dann höchstwahrscheinlich nicht mehr, wo der, ne, sonst wieder. Da am Ende die Hand reichen, ich glaube, das hat dann so gesagt. Oh, da hat auch Leo einfach so, also wahrscheinlich auch eingesehen, das ist einfach alles scheiße gelaufen, das hätte nicht so kommen müssen. Oh, meine Stimme versagt gerade. Richtig, richtig schweren Hals gerade. Oh. Mm. Ja, war auf jeden Fall eine gut emotionale Story, hat man gar nicht erwartet, so von dem Spiel. So, wie gesagt, das Ende, also das ist so total so, bam, voll in die Fresse. Ja. Ist auch zum krassen Gegensatz zu dem, was wir da vorher auch hatten und so. Richtig, das ist es ja. Mhm. Powered by Unreal Engine, ja. Und man kann sagen, die Entwickler von dem Spiel haben noch ein anderes Spiel rausgebracht, das It Takes Two. Keine Sorge, da weiß ich, es wird nicht so enden. Da geht es halt eben um ein Ehepaar, ne? Und die versuchen halt, die Beziehung wieder zu fixen. Oder halt eben nicht, die wollen eigentlich die Trennung und so. So was ich halt eben gelesen habe. Ich glaube nicht, dass da Person A, Person B hintergehen wird. Aber das werden wir beide auch noch bringen, keine Sorge. Und das wird auch direkt im Anschluss von A Way Out ankommen. Ja. Und die letzte Folge jetzt hier. Eieiei, fast eine Stunde, aber es, ne? Als vollkommen würdiger Abschluss. Ja. Ja. Oder wir trennen die halt. Nee. Machen irgendwo, einigen uns auf den Schnitt und dann. Ich würde sagen, ne, finale Folge. Ja, Finale Part 1, Finale Part 2. Ja. Richtig fies. Nee, ich würde sagen, lass es, es ist unter einer Stunde, es ist finalenwürdig, einfach nur, ne? Ja. Können wir so nennen, das große Finale. Oh ja, Gott. Ja, geil. Müssen Buggy und ich erstmal wieder runterkommen, ne? Mhm. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei allen, die dabei waren.
auch für das Mitfiebernende. Ihr habt kriegt von mir hier ganz viele Taschentücher. Ist jetzt nur Klopapier, aber es ist ja endlos Taschentuch, ist ja vollkommen irrelevant. Oh. Ja. Und falls euch das Spiel, das Let's Play gefallen hat, gebt ein Like da. Schaut auch unbedingt bei Buggy vorbei. Und wir hören uns dann bei It Takes Two im neuen Projekt wieder. Bis dahin. Cheerio. Definitiv. Bis dahin. Ciao, ciao.